Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Drakensang. Wir stehen immer noch im Dunkelwald und wollten diese Höhle hier mal betreten. Höhle, Höhle, Höhle. Na, wo haben wir denn den Eingang? Ach, hier. Kiste. Pechfackel. Schauen, ob wir die brauchen. Halte die Steuerungstaste gedrückt, während du Gegenstände und der Sonderfertigkeiten aus der Quicksort-Leiste wählst. So werden die Aktionen gestapelt und anschließend automatisch nacheinander ausgeführt. Ja, ich. Sehr schön. Das sieht aber nicht aus, jetzt bräuchten wir hier eine Pechfackel. Wir können die einfach mal Drano in die Hand geben, der hat ja nichts in der Hand. Wenn man Gegner irgendwie auch anzünden könnte, das wäre natürlich geil. Wie in Gothic. 3. Spielstand Autosave wurde gespeichert. Wow. Da ist eine Tür. Die ignorieren wir jetzt einfach mal. Wolfsratten. Auch die Standardgegner schlechthin in diesem Spiel. Dranor. Okay, Dranor kann sich schon die dritte hier nehmen. Und Islai. Im Video, der angerannt kommt. Kommt dran und nochmal eine schnelle Finte. Okay, oder auch nicht. Okay, ich glaube, wir brauchen kein. Gut, gut. So, wir weiden die Wolfsratten mal aus. Lederbänder, Sehnen, Wolfsrattenschwanz. Die bewahren wir mal auf. Mit East Life. Amazone voraus. Okay, bei denen schafft sie es. Tierkunde ist aber auch erschwert um 0, also. Das kann sie auch mal schaffen. So, weide noch die Wolfsratte aus. Da hat es natürlich nicht geklappt, da kriegen wir nur den Wolfsrattenschwanz und weiter geht's. Ja, hoch können wir, aber hier ist nix. Gar nichts. Wenn wir hier mal weitergehen. Höre schon grummeln. Ah, besagter Bär, oder? Den suchen wir doch. So, wir greifen mal alle an. Und freuen uns darüber, dass ein Autosave-Spielstand vorhin gespeichert worden ist. Sag mal, Rulana, bist du irgendwie dumm? Greif verdammt nochmal an, wenn du es sollst. Okay, Ranor ist schon. Dranor ist schon am krepieren. Ja, Granor ist. Sag mal, was habe ich denn heute? Dranor ist krepiert. Sag mal, Rulana. Raus, greifst du auch mal an? Oh, ich bin eine Amazonenkriegerin. Ich bin voll geil aufs Kämpfen. Ja, Rulana, tu nicht, als hättest du da irgendwie was zu beigetragen. Was war das denn für eine Scheiße? Ja, er hat 3 Wunden und jetzt eine kritische Wunde, weil er einmal umgekippt ist. Die haut ihm auch nochmal alles derbe runter. Er hat jetzt einen Attackewert von 0 und Parade von 1. Also die Leute sind danach so nichts mehr zu gebrauchen. Kann man nur mit Verbänden und dem Zauber Ruhe, Körper, Ruhe, Geist kurieren. Den der Heilmagier von Anfang an mitbringt, weswegen ich den Heilmagier ja auch so bevorzuge. Im Gegensatz zum Kampfmagier. Weil die ganzen Zauber, die der Kampfmagier am Anfang mitbringt, das sind jetzt nicht so die besonderen. Ey, sie hat den Bären hier geschafft. Ich bin einfach fest davon ausgegangen, dass sie den auch verkackt. Ah. Dranor heilt Lebenspunkte. 62. Komm, jetzt hauen wir endlich mal den Säbel nach oben. Nee, Parade ist schon richtig. Weil, wie gesagt, sie ist ja eigentlich eine Bogenschütze. Deswegen sollte sie sich eher verteidigen können. Obwohl sie auch so als Nahkämpferin ordentlich Schaden macht. So ist es ja nicht. Kann ich denn bei Dranor hochsetzen? Oh Gott, ey, nee, bei Dranor. Auch Fallen entschärfen brauchen wir, glaube ich. Oh, Dranor hat so viel.
weiß gar nicht, was man denen alles hochsetzen sollte. Oh. Also als nervige bei Dieben. Weißt du gar nicht, was man alles hochsetzen soll? Ein Skelett haben wir hier. Mit Räuber-Emblem und Silbering. Ich weiß nicht, warum ich das so dämlich ausgesprochen habe. Wie tut er mir ja leid, der Bär? Hier oben noch was? Noch ein Skelett. Räuber-Emblem, zwei Giftpfeile. Oh, zwei nur. Kann ja auch richtig viele Giftpfeile bekommen. Was ja auch Zufalls generiert. Zwei ist natürlich sehr mickrig. Ich werde die Giftpfeile übrigens nicht benutzen, weil ich hier, keine Ahnung, von dieser Zusatzmuni, Spezialmunition, nicht sonderlich überzeugt bin. Amazone voraus. Ach, nicht Amazone voraus. Ulana, was machst du? Jetzt haben wir nur zwei Giftpfeile hier bekommen. Oh, wie sinnlos. Huch, jetzt bin ich auf Gehen gekommen. Das wäre schon fast wieder ein Grund, neu zu laden. aber bei Bär hatten wir irgendwie Glück, dass er so einfach ging. Auch wenn Rulana nicht mitgekämpft hat. Das ist ja manchmal echt doof. Also manchmal stehen die da und dann machen die gar nichts. Das ist echt... Also ich hab die sogar dann in den Rücken positioniert. Ne? Also wo die so draufkloppen hätte können. Aber nein, die gute Frau Rulana sagt sich so, nö. Nö. Ich arbeite insgeheim für die Peter. Ich kann nicht gegen Tiere kämpfen. Es tut mir leid. Danke, Rulana. Tür aufmachen. Ah, hier ist so ein bisschen dunkel, aber schafft sie eigentlich auch ohne Fackel. Ich wollte schon sagen, wenn ich mich richtig erinnere, war doch hier eine Falle. Dafür brauchen wir jetzt den guten Herrn Dranor. Problem ist, wenn es uns jetzt misslingt, die Falle zu entschärfen, lösen wir sie aus. Es ist ihm aber gelungen. Sehr schön. Wir können ganz beruhigt weitergehen. Merkwürdig ausschauender Felsen. Hey. Stehen hier einfach mal so ein paar Felsen. Ist ja auch eine Höhle. Ich sehe sie schon auf der Minikarte. Die Wolfsratten. Nein, nicht zurücklaufen. Ich nehme die Sache in die Hand. Mistviecher. Meine Rache. Zu euren Diensten. Oh, Dranor und... Ja. Oh, Dranor hier töten. So. Oh, lauf doch nicht so dämlich rum. Sehr schön. Ah, die sind jetzt nicht so die Herausforderung. Oh, Dranor kriegt doch überhaupt keine Erfahrungspunkte. Misslungen, ganz toll. Ihr müsst wie bei Wasteland 2 immer stehen. Versagt. Das wäre noch aussagekräftiger bei Rulana. Das ist nämlich nicht misslungen, das ist einfach nur versagt. Oh, jetzt überlappen sich hier die Leichen. Ey, das ist auch toll. Ja, okay. Mit der einen kann ich irgendwie keine Tierkunde machen. Achso, ich habe ja jetzt bei beiden erst. So. Hier in der Nische was? Nö. Nur Wolfsratten. Wolfsratten legen uns einen Hinterhalt. Noch mehr Steine. Keine Menschenseele. Bloß diese stehenden Steine ab und an. Merkwürdig. Steine. Nichts als Steine. Ein gescheiter Kampf wäre mir lieber. Das kann ich mir vorstellen. Apropos, du hast doch noch die Maske des Meisters. Nimm die mal weg. Wer sonst als ich? Gib die mal Dranor. Oh nee, Dranor sieht so scheiße damit aus. Nee, das kann ich nicht übers Herz bringen. Und so dringend braucht er ja Charisma auch nicht. Oh, eine Haarnadel, sehr schön. Er hat eine Schlingenfalle. Weniger nützlich.
merkwürdig aussehender Felsen. 10.000 Mal. Wir schlagen alles zu Brei. Ein Heller und ein Wirseskräutchen. Braucht doch keiner. Wo bist du, Dranor? Lauf doch mit. So, öffne dieses Schloss für mich. Eine gute Entscheidung. Sehr schön. So, ist live. Mach mal auf. 2 Silbertaler, 1 Wolfsfell und 2 Knüppel. Ganz toll. Knüppel. Aber ich muss hier jetzt auch nicht kämpfen. Holle! Herr Dranor, wären Sie so freundlich? Oh, jetzt ist Fallen entschärfen misslungen. Jetzt hat er sich direkt 2 Wunden geholt, der Vollidiot. Super, super gemacht, Dranor. Man hat es Rulana mal geschafft, seine Wunden zu verarzten. Sonst hätte das alles nämlich einen noch höheren Schwung an Peinlichkeit. Okay. Ein Typ labert da rum. Wir hauen erstmal die Fässer zu Brei. 2 Bolzen. Los. Immer mit. Wenn ich erstmal keine Messer. Ja, Messer kann man auch mal einstecken. Obwohl, die bringen, glaube ich, auch. Keine Ahnung. Nur einen Heller oder so, oder? 2 Wirselkraut. Gulmond-Blättchen. Sind den Kisten überall was drin? Nee, ich glaube, die sind nur. Oh, hier ist was drin. 3 Einbären sogar sind hier drin. Meine Güte. Und das Fass hier, kann man das auch zerschlagen? Heller und ein Messer. Ah! Okay, dann nicht. Dann nicht. Wenn es nicht will, dann nicht. Wirklich fantastisch. Folgt mir. Wollen wir mal mit Dran und Taschendiebstahl versuchen? Ja, das geht sogar. Es hat sogar geklappt. 3 Einbären, 2 Wirselskraut. Fusel und Taschentuch, ja gut. Bei Taschendiebstahl nehme ich es immer mit. Ein Problem finde ich immer, wenn man, sag mal, Taschendiebstahl erbeutet, dann überlappen, dann stacken die sich nicht automatisch. Das ist echt doof. So. Erzmagier Rakorium, den suchen wir ja. Was? Wie? Wer seid ihr? Und schleicht sich heran wie eine maraskanische Schleichkatze wohl? Verzeiht, ich bin Islaif Eriksson, Meister Rakorium. Ja, ja, da bin ich wohl. Diese Malereien, ich würde... Ja, so sprecht doch. Was wollt ihr von mir, mein Junge? Ihr scheint mir etwas verwirrt zu sein, Meister Rakorium. Ich bin hier, um nach euch zu suchen. Kommt mir nach draußen, hinaus an die frische Luft und die warme Sonne. Eure beiden Novizen, Rufus und Nottel, machen sich bereits Gedanken um euch. Sie sagten, ihr könntet mir helfen, nach Paddock zu kommen. Ich benötige nämlich 2 angesehene Fürsprecher für den Zöllner. Tja, also diese nichtsnutzigen Bengels, meine Novizen. Wo stecken denn die beiden? Machen einfach weg, als wir am Wirtshaus. Ja, aber schön, dass wenigstens ihr noch da seid, Nottel. Ich bin nicht euer Novize, Nottelmeister Akorium. Mein Name ist Islaif Eriksson. Uiui, ein schöner Name. Und natürlich seid ihr nicht mein Novize. Wisst ihr, als ich noch jung war, wie hieß die Kleine noch gleich? Lasst uns jetzt aufbrechen. Ich geleite euch aus der Höhle. Die Zeit, sie rinnt. Der Steuermann hält ihren Kurs. Muss heute noch Ferdok erreichen. Also los jetzt. Zurück im Dorf gebe ich euch auch ein Leumundschreiben für die Zollbrücke. Genau. Sollen doch die Geschuppen alle Brücken absperren. Wir beiden halten zusammen, nicht wahr? Ja. Was ist eigentlich mit all den seltsamen Findlingen, die hier überall aufzufinden sind? Habt ihr etwas damit zu tun? Oh ja, ich fürchte, das war mein Werk. Es waren Diener der Echsen und Drachen, wisst ihr? Aber ich fürchte, meine Zauber, sie werden bald wieder aus ihrer Starre erwachen.
Aber wie war denn dieser andere Spruch? Also dieser Dings? Was genau habt ihr eigentlich in dieser Höhle gemacht? Geforscht? Was denkt ihr denn was sonst? Es gibt hier... Oder wollte ich Kräuter suchen? Bei Hesinde und Nandus, ihr habt ja eine seltsame Art, mich durcheinander zu bringen. Also wirklich, jetzt fehlt mir nicht mal dieser eine Zauberspruch. Wie hieß der? Oh, hallo, wollt mir nicht eben los? Ja, wie auch immer ihr meint. Dann also nichts wie los. Jetzt haben wir einen Gastcharakter, den wir nicht steuern können. Lebensenergie 23, Ausdauer 15, Astralenergie 4000, ja genau. Eine gute Entscheidung. Ich glaube, so im Original DSA würde der platzen, hätte der so viel Strahlenergie. Ich glaube, da haben die besten Magier oder so gerade mal 80. Oh nein, ich misslung. Oh, Dranor. Was soll das denn? Würfel doch nicht so eine Scheiße. Ich komme dauernd gegens Mikrofon. Dranor, ist alles deine Schuld. Alles deine. Los, mach mal auf. Sehr schön. Silbertaler, eine Keule. Oh, kann man mal mitnehmen. Und ein Wolfsfell. Schlag mal hier die Fässer zu Brei. Silbertal und ein Bellmarktblatt sogar. Heller und ein Schleifstein. Damit kann man sogar die Waffen wetzen. Da machen die für 10 Treffer, glaube ich, einen Schadenspunkt mehr. Habe ich nie benutzt. Ich das irgendwie unnötig finde, weil ich meine, einen Schadenspunkt. Boah, wie geil. Was um so eine gewisse Prozentzahl erhöht werden würde, das wäre ja was anderes. Dann würde sich das ja lohnen. Aber für einen Schadenspunkt. Ich meine, der kann manchmal ausschlaggebend sein, aber in den meisten Fällen ist er es nicht. Aber man sollte sich von Raikorium sehr verwirrter Art wirklich nicht täuschen lassen. Ich meine, er ist, glaube ich, wirklich so verwirrt. Also spielen tut er es nicht. Aber der hat trotzdem einiges drauf, der Mann. War noch einer der mächtigsten Magier Aventuriens. Der glaubt nicht. Ich glaube, es gibt noch mächtigere. Das schon. Der Inventar wird so langsam voll bei Islay. Weil man Waffen nicht stacken kann. Das ist doof. Wäre natürlich gut. Dann gehen wir mal nach unten. Wir haben direkt eine Falle entdeckt. Weil unsere Sinnesschärfe mit Islife ist ja gar nicht mal so schlecht. Die Fässer sind nur eine Deko. Nein, hier ist was drin. Ja, Islife läuft sich einen Ast ab, dann geht einfach dran oder hin. Hat sich erledigt. Bisschen Geld und eine Falle. Fallenstellen werde ich nie benutzen in diesem Spiel. Weil ich das so sinnlos finde. Aber ich bin generell in Spielen nie ein großer Freund vom Fallenstellen. Ich suche immer den offenen, ehrlichen Kampf. Schloss geöffnet. 7 Silbertaler, 5 Räuberemblemen, 7 Verbände. Krähenfüße, 8 Haarnadeln, sehr schön. Und Wolfsfell. Wir können eigentlich mal Raikorium mal anquatschen. Wartet noch, ich glaube, jetzt weiß ich's. Wenn wir schneller aus der Höhle Transversalis funkeln. Flimflam, Teleport. Nein, es war doch etwas mit Versalis. Kann man euch helfen, Meister Raikorium? Was murmelt ihr da für seltsame Worte? Hört ihr auch schon Stimmen? Ach so, das meint ihr. Magie der alten Schule. Eigentlich kenne ich mich in Vorzaubern. Wobei, das sind schon schreckliche Dinge. Reversales Teleport, Transversales Rividum. Nein, verflixt. Die Echsen verwirren meine Zunge. Ach, lasst uns gehen. Grübel. Ja, dann los. Kann man ihn nochmal anquatschen? Lasst mich nur nachdenken, lieber Nottel. Gleich habe ich es. Diese Luft hier. Oh, mein Kopf ist wie leer.
Ich glaube, das hat nichts mit der Luft hier zu tun. Gehen wir weiter. Oh, hier 1000 Astralenergie, ey. Da hat man ja auch nichts gescheut. Also man selber startet irgendwie mit so 30. Man kann ihn natürlich immer zum Kampf mit dem Bären mitnehmen. Allerdings wirkt dann er immer gerne Paralyse, starr wie Stein, dieser Versteinerungszauber, mit dem der auch die ganzen Räuber hier außer Gefecht gesetzt hat. Das ist noch eine verschlossene Truhe, wieso habe ich die nicht geknackt? Und das ist immer sehr ätzend, weil dann ist der Gegner ja nicht tot und wir müssen den Bären ja schon töten. Weil er so ein guter Magier ist, soll 30 Millionen Jahre, bis der Zauber mal abgeklungen ist. Das ist echt, deswegen macht das eher nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Dieb spielt und dann ja mit zwei Dieben versucht, gegen den Bären zu kämpfen und nur Rolana als Kämpferin, dann kann man ihn schon mal das in Erwägung ziehen. Muss man nur abhoffen, dass man den Bären schneller tötet, wie Raikorium auf die Idee kommt, Paralysis einzusetzen. Weil das dauert echt lange bis... Wo ist er denn hin, der alte Zause? Eben war er doch noch da. Was weiß denn ich? Eben war er noch da und jetzt ist er weg. Ich fühle mich so schwer. Wie ein Stein. So. Jetzt gibt's direkt einen auf die Mütze. Ach nee. Ah, die sind noch nicht feindlich. Jetzt sind sie feindlich. Sehr schön. Für die so, Rolana, nimm mal den hier. Oh, meine Aha. Füße. Stranor, deine Füße, ey, die interessieren doch niemanden. So. Mal schauen. Zu euren Diensten. Okay. Haha. Raikorium hat Somnigraphs auf den hier gezaubert. Oh, das ist ja cool, dass die KI dann diese Leute ignoriert. Das wusste ich noch gar nicht, weil bei Somnigraphs wachen die Leute ja auf, wenn man sie wieder angreift. Da dachte ich mal, was bringt das denn, wenn die KI dann trotzdem noch diese Leute angreift? Aber die ignorieren die dann wirklich. Das ist echt, das ist... Huh. Finde ich fein. So, da... Boah. Zaubert er im Flammenstrahl knapp an Dranor vorbei. Ich mach das schon. Aber Friendly Fire gibt's hier kaum. Der verbrutzelt jetzt, glaube ich. Oder wir hauen den kaputt. Der Dranor. Da muss ein bisschen schneller gehen. Nein. Wir hatten ja auch Hilfe von Raikorium. Räuber-Emblem, Messer. Räuber-Emblem und Messer. Was haben wir da? Räuber-Emblem, Wundpulver, ein heller und einfacher Verband. Sehr schön. Aber schweren waren die jetzt nicht zu besiegen. Habe ich gar nicht alle ausgewählt. Kommt, meine lieben Freunde. Ah, hat jetzt auch eine Waffe rausgeholt. Magier stecken. In den Nahkampf sollte er sich jetzt nicht so begeben. Ich glaube, dann ist er relativ schnell tot. Oh, wie süß. Eine kleine Wolfsratte. Ich nehme die Sache in die Hand. So geil, wie Raikorium einfach die ganze Zeit mit Zaubern rum um sie schlagen kann, ey. Wäre lustig gewesen, hätte die Räuber jetzt schon wieder versteinert. Wäre richtig fies gewesen. Und sie hätten halt den Vorteil, dass sie hätten überlebt. Na komm. Einmal wieder draufgehauen. Amazone voraus. Ich helfe. Boah. Also Wolfsratten sind jetzt nicht das Thema. Fehlschlag. Für Rolana sind sie schon ein Thema. Weil Rolana ja nichts kann. Habe ich ja voll vergessen. Müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Aber zum Glück war die Höhle nicht so groß. Aber Backtracking gibt es gar nicht mal so viel in Drakensang eigentlich. Obwohl doch, warte. Ah, es geht. Es geht halt. Okay. Töten.
Oder Raikorium tötet wieder, wer weiß. Ja, gleich kommt bestimmt ein Zauber. Corpo Frigo Kette. Schock hatte er versucht. Ach, du hast ja auch gar nicht die Tierkunde. Sollst nicht mit dir selber reden? Geht schlecht. Beide mal aus. Oh. Ulana. Ich bitte dich. Was soll das denn? So, jetzt aber. Lederbände sehen und Wolfsrattenschwanz. Dankeschön. So, der gute Yadranor. Erhöht mal seinen Taschendiebstahl um 1. Kann sie noch irgendwas erhöhen? Ja, die Selbstbeherrschung konnte sie. Machen wir auch mal. Bevor sie hier die ganze Zeit Wunden abkriegt. Herr 233. Geht nochmal 2 auf Lebensenergie. Ich weiß echt nicht, wohin sonst mit seinen Punkten. Aber naja. Das wird so der Mega-Kloppy werden. Dem werden wir alles weghauen. Alles. Aventurien ist fast vollständig von großen Ozeanen umgeben. Nur im äußersten Norden besteht eine Landverbindung zu einem weiteren Kontinent, dem Riesland. Frische Luft! Ganz fabelhaft habt ihr das gemacht. Ich bin euch sehr dankbar. Und jetzt weiß ich's auch wieder. Wie konnte ich das nur vergessen? Transversales Teleport. Hättest du uns mal mitnehmen können? Das geht nämlich. Glaube ich. Mindestens in diesem Spiel geht das. Ich weiß nicht mehr, ob es auch so in DSA ging. Die Wildschweine, die spawnen hier. Die spawnen, genau. Respawn. So rum. Alle mal hergehört. Kurkum. Wer sonst als ich? So, schnetzelt mal das hier hinten. Dem hier sollte East Life ja fertig werden. Och nee, jetzt hat er direkt schon wieder eine Wunde. Dabei hat er doch Selbstbeherrschung so hoch. Nee, hat er gar nicht. Er hat nur 5. Aber eine Konsti von 15. Also bitte. Also ich verliere. Nein, nicht weglaufen. Oh. Weißt du, wenn er verkackt, dann richtig, ne? So, 12 Schaden. Alle mal hergehört. Kannst mal direkt hier Wunden heilen. Oh, Ulana. Talentwert 11 erschwert um 0. Muss man erstmal schaffen. Würfelergebnis von plus 11 zu haben, ey. Bei allen Attributen. Das ist echt, das ist erbärmlich. Gulmont. Ja, sie hat mal was geschafft. Sehr schön. Gulmon-Blätter. Kann sie selber nehmen. Ich werde hier trotzdem auf jeden Fall die Talente steigern, weil ich das immer so mache, dass mein Bogenschützen die ganzen Naturskills haben. Und dann halt, ja. Damit halt die Magier das nicht mal alles lernen, weil das sind eigentlich mal Bogenschützen oder Magier, die halt Naturtalente lernen können. Was heißt lernen können, also zumindest gut. Diebe an sich eignen sich auch dafür, weil die an sich die hohen Werte dafür haben, es sei denn, die haben so einen Malus auf Natur, wie zum Beispiel die Streuner. Da hinten das Wildschwein könnt ihr auch mal direkt angreifen. Wie gesagt, am Anfang sind die Kämpfe jetzt sehr systematisch. Oh nein, ich will weglaufen. Ach du. Gute Entscheidung. Voll Trottel. Ja, laufen die immer noch sehr nach Schema F ab.
Kommt auch davon. Oh, jetzt hat er sich schon wieder verwunden lassen. Ey, was soll denn die Scheiße? Mein Gott, ja. Haut doch alle parallel daneben. Ey, was könnt ihr denn? Mein Gott. Alle mal hergehört. Mecker, 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 mecker. Nee, das mit den Wunden nervt mich schon. So ein großer Junge. Oder nicht? Wohl eher nicht. Obwohl nur so. Fehlschlag, ganz wunderbar. Generell nehme ich meine Truppen immer so. Man kann ja bis zu 4 Leuten mitnehmen. Also auf einmal. Suche ich mir eigentlich mal einen Schurken, Nahkämpfer, einen Fernkämpfer und einen, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nahkämpfer, Schurke, Fernkämpfer, Magier. So. Ne? Jäger Kautzenstein, ich habe schon eine deiner Aufgaben erledigt. Ich stehe in eurer Schuld. Was kann ich für euch tun? Ich habe den Bären zur Strecke gebracht. Hier ist sein Kopf. Wunderbar, auf den Kopf. Aber den Kopf könnt ihr behalten. Ich habe dafür keine Verwendung. Und nehmt bitte diese 25 Silbertaler als Zeichen meines Dankes für eure Hilfe. Aber was soll ich da mit dem Bärenkopf tun? Ich dachte, ihr wolltet ihn. Nein, ich wollte ihn nur sehen, um sicher zu gehen, dass ihr den Burschen auch wirklich erledigt habt. Verstehe, aber was mache ich denn jetzt mit dem Kopf? Ich habe kürzlich mit Vitalion gesprochen und er hat mir mitgeteilt, dass er sich eine Trophäe für sein Wirtshaus wünscht. Vielleicht könnt ihr bei ihm eine bare Münze für den Bärenkopf erhalten. Sagt ihr, als alter Jäger könnt mir doch bestimmt etwas beibringen. Wir werden sehen. Bogenbau. Boah, aber 10 Dukaten will ich dafür jetzt noch nicht ausgeben. Wildnisleben, Fallenstellen, Tierkunde, Speer, Bogen. Gezielter Schuss? Nee. Was ich mir echt mal holen kann, ist Wildnisleben. Das ist eigentlich kein besonders staunliches Talent. Damit sieht man halt nur die ganzen Pflanzen auf der Karte. So Rulana kann das zwar auch. Aber dann sehen wir die auch, wenn wir keine Rulana dabei haben. Und mit 5 sehen wir sogar schon den Gullmond. Damit der halt mindestens irgendein Talent hat, was man auch mal steigern kann. Ansonsten sammeln wir ja die ganze Zeit Erfahrungspunkte für dumme Nüsse. Das ist nur 5 Erfahrungspunkte. Achso, ja, wir haben ja die Erfahrungspunkte für die Quest an sich ja schon bekommen, als wir den Bären erledigt haben. Kümmern wir uns jetzt mal um die Wolfsplage noch. Können wir nämlich den Dunkelwald abschließen. Obwohl Wölfe keine Plage sein können, meiner Meinung nach. Wer sonst als ich? Stich. Gut, an sich schon, aber. Naja, eigentlich, also für Menschen ja nicht. Wölfe scheuen ja Menschen. Na kommt, haut weg. Ich habe ja meinen schneller umgenietet wie ihr zu 2. Fast. Voraus. Fast. Los, ihr Tierkunde. Hol mal was raus. Oh, sehr schön. Ulana, sehr schön. Ich hätte mal verkaufen können beim guten Kautzenstein. Oh, was kannst du? Um wie viel ist das Schwert? Um 0. Um 0. Du kannst 7 Fehlwürfe ausgleichen. Oder 7 zu hohe Werte. Ach, was weiß ich, ihr wisst, was ich meine. So, es macht Sinn, hier die Wölfe, die so drumrum stehen, vorher zu töten, weil sonst kommen die nämlich alle im Kampf gegen die Rudelführerin. Kann man sich ja irgendwie denken. Ja, komm. Sehr schön. Aber für die Wölfe kriege ich eigentlich auch fast nur noch die Erfahrung. Gute Entscheidung. Beziehungsweise mein alter Ego East Life. Bin ja nicht ich selber. So. Ich weiß gar nicht, ab wann ich mal anfangen werde, Rulana mit dem Bogen schießen zu lassen. Weil ich jetzt schon versprochen, dass wir einige Zeit dauern. Weil ich finde einfach am Anfang bringt so ein zweiter Nahkampf.
nicht ein zweiter Nahkämpfer, sondern generell halt Nahkämpfer irgendwie mehr. Zumal, weil man es am Anfang noch nicht so gut mit mehreren Gegnern aufnehmen kann. Was mache ich denn? Hier, Dranor, nimm schon mal den nächsten Wolf ins Visier. So. Komm schon. Fällt er mir in den Rücken, der Arsch. Egal. Hauen wir ihn um. Genau. Boah. Alles erledigt. Es sind halt diese Standardkämpfe am Anfang gegen Wölfe und sonstiges. Aber jedes Rollenspiel fängt klein an. Obwohl, es gibt auch bestimmt Rollenspiele, wo man von Anfang an gegen sau starke Gegner kämpft. Aber das sind ja wohl eher die wenigsten. Oder Dragon Age kämpft man ja teilweise von Anfang an gegen die dunkle Brut. Aber das zählt ja irgendwie nicht. Ja, Dragon Age. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch mal let's playen soll. Ich habe es ja mit niedriger Wahrscheinlichkeit auf meiner Liste stehen. Weil so an sich hätte ich schon Lust. Andererseits denke ich mir, von Dragon Age gibt es ja auch nicht gerade wenig Sachen. Wenig Let's Plays. Und ja, das Spiel hat mir zwar unglaublich viel Spaß gemacht, aber so ganz durch die Materie durchgestiegen bin ich da ehrlich gesagt nicht. Das könnte sich vielleicht zu einem ziemlichen Fail-Desaster entwickeln. Weiß es nicht. So, ein Wuchtschlag. Ich mach das schon. Okay, dieses Heulen klang irgendwie unheimlich. Er hat's geschafft. Meine Güte. Könnten wir doch noch Hoffnung haben? Ich glaube nicht. Wir gehen mal hier so unten rum lang. Aber wenn jetzt schon wieder irgendwo Wölfe. Ich sehe die gar nicht. Ich sehe die nur auf der Minimap. Da. Im hohen Gras haben sie sich versteckt. Oh, die kommen erst in 3 Jahren. Bis dahin hat East Life doch schon die ganzen Wölfe erledigt. Oder auch nicht. Wer sonst als ich? Ja komm, guckt einfach mal, welchen ihr mit angreift. Der will mir auch in den Rücken fallen. Wie fies und gemein. Gute Entscheidung. Das war jetzt nicht so die Schwierigkeit. Ihr seht immer so diese kleine Veränderung in der Minikarte. Das liegt daran, Slav hat ja mehr Sinnesschärfe wie Rulana. Deswegen kann er ein bisschen weiter auf dieser gucken. Also ein nettes kleines Gimmick. Allerdings habe ich die Sinnesschärfe bei Slav nur gesteigert. Damit mal seine Talentpunkte irgendwo hinwandern. Wie gesagt, sonst braucht er ja gar nicht. Weiß nicht, ob ich ihm vielleicht mal Schmieden hinterbeibringen soll. Komm schon. Weil an sich, ja. Also die Frage, man bekommt ja, das ist ja wohl kein Spoiler, wenn ich sage, aber man bekommt ja Charaktere, die ja durchaus diese Handwerke von Anfang an können. Da ist halt die Frage, wie sehr es sich da lohnt, 10 Dukaten auszugeben, um die irgendwem beizubringen. Weil man die Sachen braucht man ja nicht auf dem, im Kampf. Auch nicht so bei Erkundungen, die braucht man ja nur, wenn man mal wirklich in einer Stadt oder einem Dorf ist und dann mal sich damit beschäftigt. Also muss das ja im Prinzip auch meistens eigentlich nur einer können. Hinter mir bleiben. Das ist immer so eine Frage. Toter Wolf. Hier oben haben wir noch welche. Ich glaube, dann können wir zur Rudelführerin hin. Das machen wir auch noch in der Folge. Einmal ein Wuchtschlag. Du auch. Und du machst die Finte. Bam. Oh, ich könnte ja East Life bei Grundwein auch eine Finte beibringen. Frage ist nur, inwiefern sich das wirklich lohnt.
Nein, du bist gar nicht mein Tierkundler. Was mache ich denn? Du hast doch die Tierkunde. Mal Gegner kämpfe, die mal ein bisschen bessere Paraden können, ist das halt nicht schlecht, aber so. An sich brauche ich ja für die Hiebwaffe keine Finte, da habe ich ja mal einen Wuchtschlag. Ich weiß es nicht. Ich sag, wenn er schon 10 Millionen Punkte hat, kann man den eigentlich auch mal steigern. Ja, ich. So, Dranor. Dranor hat auch mal ein paar Erfahrungspunkte wieder. Die waren dann auch mal direkt auf Taschendiebstahl. Und das dauert so lange, Diebesfähigkeiten zu steigern. Gullmond und Weißfell. Ich glaube, jetzt haben wir so ziemlich jeden Wolf hier erledigt. Die ist ja schon richtig schön. So, du gehst schon mal direkt hinten auf Weißfell. Da könnt ihr euch hier den beiden Wölfen zuwenden. Na, das dürftet ihr doch schaffen, oder? Selbst Dranor dürfte das schaffen. Er kann übrigens mal die dämliche Pechfackel aus der Hand nehmen. So. Oh, da hat Weißfell schon eine Wunde. Rulana und ihr könnt... Ah. Weißt du, ich habe gleich Weißfell erledigt und die sind noch an dem Wolf hier am Knabbern. So. Das ist so, als hätte eine fremde Macht durch sie geblickt. Welcher dunklen Macht sie auch immer ihre Schleue verdankte. Weißfell ist besiegt. Ihr sagt es, wir haben ganz viele Abenteuerpunkte bekommen. Meiner ist auf Stufe 2 aufgestiegen. Das heißt, bam, auf die Kampffähigkeit. Selbstbeherrschung kann hoch. Sinnesschärfe und Wildnisleben. Zack. Okay, da habe ich jetzt doch meine Erfahrungspunkte irgendwie verbraten können. Wildnisleben mache ich aber, glaube ich, nur auf 10 oder so hoch. Ich glaube, das müsste reichen. Können wir Rulana versuchen. Okay, bei Weißfeld kann man sogar nur Tierkunde machen. Hat sie sogar geschafft, Wolfsfell erhalten. Aber Rulana, aber genau, bei dir kann man auch noch was erhöhen. Selbstbeherrschung hier. Boah, das hat immer einen hohen Wert. 10. So hoch kommt meine Eastlife nicht. Fehlschlag, sehr schön. Ist da, da kann man doch schon, genau. So, du gehst mal voran. Ignoriere jetzt einfach mal den Gullmond, weil... Oh, Zunderschwamm. Zunderschwamm, das wird ihn nie im Leben schaffen, weil das viel zu schwer ist. Ja, man kann es ja mal ausprobieren. Ansonsten gehen wir noch zu Jäger Kautzenstein zurück und dann ist gut. Was ist denn der Zunderschwamm? Zunderschwamm? Da, Zunderschwamm. Nimm ihn mit. Fehlschlag. Und ist auch um 6 erschwert. Also, da mache ich jetzt Rulana keinen Vorwurf. Hätte sie nur gefeiert, hätte sie es geschafft. Da wir doch mal Wölfe. Nehmen wir die doch direkt mit. Ist leider auch weniger Erfahrungspunkte. Stich und naja, auf Level 2 ist 18 Schaden, ey. Sehr gut. Oh, was war das denn von Dranor? Das war auch eine glückliche Attacke. Oder? Nee, so 8 Schadenspunkte. Da hat sich das irgendwie vermischt, weil ich habe eine 18 gesehen. Weil Tiergegner sind an sich ein bisschen leichter zu besiegen, weil die keine Paraden können. Wie man hier schön sieht. Keine Parade möglich, keine Parade möglich. Ich weiß nicht, ob die ausweichen können. Bin ich gerade etwas überfragt. Oh. Immerhin die Fellfetten hier mit. Aber ich meine, ausweichen könnten die auch nicht.
kann man halt nur selber verfehlen. Okay, da sind die ganzen Wölfe respawned. Ich kämpfe jetzt aber nicht nochmal gegen die. Ich meine, Rulana kriegt einen Abenteuerpunkt für die und ist live. Lohnt sich jetzt nicht so hart. Aber wo haben wir denn Jäger Kauzenstein? Ich habe deine Wölfe erledigt. Hallo. Ich stehe in eurer Schuld. Was kann ich für euch tun? Ich habe Weißfell erlegt und euch ihr Fell mitgebracht. Ganz hervorragend. Nehmt als Zeichen meines Dankes diese 20 Silbertaler. Ich würde gerne euer Angebot sehen. Eigentlich würde ich nur gerne verkaufen. Die Lederstiefel kann man mal verkaufen. Stupftabakdose, Flachmann. Das Beil. Die Skreier kann man mal behalten. Die Schlingenfalle kann weg. Helles Ferdocker. Ja, komm, nimm auch den wattierten Waffenrock und den Tellerhelm. Brief an allen Freunden, brauchen wir nicht mehr. Hier die Silberringe, grüne Magierrobe, zwei Giftpfeile, Knüppel, Messer, die Bolzen kannst du auch nehmen. Keule, Schleifstein, Krähenfüße, Knüppel, Messer und Pulver. Bitteschön. 19 Dukaten aber schon. Du hast auch noch was, genau. Die Fellfetzen, Wolfspfoten, die Felle an sich. Bärenzähne, Bärenfell und Wolfsfell. Wobei halt mal die Bärenzähne, ich glaube, die könnte man auch, kann man auch für einen Trank gebrauchen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Fussel, Dings, Goldkette, Tattoo, Krähenfüße und die Pechfackel. Und die Wurfmesser kannst du auch direkt verkaufen. Sehr schön, 23 Dukaten. Damit lässt sich arbeiten. Zu euren Diensten. Guck nochmal einmal in Dranors Skillbaum, ob der Taschendiebstahl wieder hochgeht. Ja, geht er. Und ja, ich sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Drakensang. Vielleicht beklaue ich zum Ende der Folge noch den guten Jäger Kauzenstein. Mal gucken, ob Drano das hinkriegt. Ja, Pfeilspitzen und Gänsefedern. Sehr schön. Und damit verabschiede ich mich wirklich und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Drakensang. Bis dahin, macht's gut.